Lido, aus aktuellem Anlass ein kurzes Zwischenvideo, ein kurzes Zwischenvideo. Was ist jetzt wieder los? Alle durcheinander. Also TrueCrypt macht dicht, ne? Behauptet von sich selber, es wäre unsicher, ne? Ja. Da gehen, wenn man jetzt mal auf diverse Webseiten geht, die Gerüchte auseinander. Ne? Vielleicht haben die keine Lust mehr. Dann habe ich irgendwo anders gelesen, irgendein Lebensgefährte von Herrn XY ist die Festplatte durchsucht worden und da konnte man darauf zugreifen. Und dann gehen natürlich wieder die Gerüchte NSA, was da so alles ist, die könnten vielleicht. Ne? Also jedenfalls macht TrueCrypt, ne? Feierabend. Ne? Ja, gut. Oder nicht gut, ja. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Alternativen. Hier unter Linux haben wir viele, ne? Also ich habe damals schon mal gesagt, macht doch eure eigene Verschlüsselung. Selbst wenn eure eigene Verschlüsselung nicht der Weisheit letzter Schluss ist, eine Verschlüsselung, die man nicht kennt, ne? Die überhaupt nicht kennt, die wird auch schwer zu knacken sein. Beziehungsweise müssten sich die Leute Mühe geben, das würde Personal binden und von daher macht man sich wahrscheinlich gar nicht die Mühe, schon gar nicht automatisch. Gut, TrueCrypt ist natürlich irgendwo eine Software, die bekannt ist, dann, ne? Ja, wenn es da irgendeine Lücke gäbe, ne, was man hier auch behauptet, dann könnte die natürlich auch automatisch ausgenutzt werden und alles, was so verschlüsselt ist, gelesen werden. Ja. Gut, haben wir unsere eigene Verschlüsselung gemacht. Hier habe ich mal so ein Demo gemacht. Da liegt der Quelltext natürlich offen und ihr solltet auch mal knacken. Das ist ganz banal, also absichtlich einfach zu knacken gemacht. Aber das kann man natürlich ein bisschen verändern und schon habt ihr eure eigene Verschlüsselung. Oder ihr folgt meinen anderen Videos, ne? Da habe ich zum Beispiel, als es noch Ubuntu One gab, ne? Also diese Cloud-Lösung von Ubuntu, da habe ich mal gezeigt, wie man die verschlüsselt mit dem Eng-File-System. Ne? Das könnt ihr natürlich genauso gut mit jedem anderen Ordner machen. Das muss ja kein Ubuntu One-Ordner sein. Und da gibt es Software, wenn ihr dieses Eng-File-System nutzt, zum Beispiel CryptKeeper, mit dem ihr dann ganz einfach auf die verschlüsselten Sachen wieder zugreifen könnt. Oder sinnvoll, ihr verschlüsselt die ganze Platte. Bei der Ubuntu-Installation habt ihr am Anfang, ganz am Anfang, die Möglichkeit, die komplette Platte zu verschlüsseln. Ne? Da muss man sich natürlich die Mühe machen, einmal ein Backup von der ganzen Platte zu machen, von euren Daten und die komplett neu zu installieren. Ne? Denn beim Verschlüsseln wird die wahrscheinlich gelöscht. Ne? Also LVM ist das Thema. Interessant für Laptop-Benutzer zum Beispiel, ne, die ganze Platte verschlüsselt haben wollen. Ja, gut, CryptKeeper und so weiter haben wir alles. Also es gibt immer Alternativen. Es gibt ja nicht nur ein Verschlüsselungsprogramm. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts anderes da. Gut, hier auf der Seite sind dann diverse Anleitungen, wie man das noch wieder, ne, was im Moment noch verschlüsselt ist, mit TrueCrypt wieder runterzieht. Also im Prinzip ist das System, ja, nimm TrueCrypt, mach's auf. Hol deine Dateien aus dem Container raus und pack sie woanders hin. So, das ist eine super Anleitung. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Ihr verschlüsselt irgendwie woanders. Oh, ihr lasst so, wie es ist, weil ihr denkt, naja, für mich langt das immer noch. Lass sie doch gucken. Ne? Lass sie doch gucken, aber da bräuchte ich ja wieder kein TrueCrypt. Naja, gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Tschüss.